Hallo und herzlich willkommen zu den Tierlist im Patch 13.18. Wir beginnen wie immer mit der Top Lane. Trotzdem habe ich am Anfang eine kurze allgemeine Info, nämlich Briar oder Priya, je nachdem wie man sie aussprechen will, werden wir in diesem Patch oder zumindest in diesem Tierlist noch nicht behandeln. Sie ist nämlich ganz neu rausgekommen und so wirklich was dazu sagen kann man noch nicht. Trotzdem beginnen wir mit der Top Lane und dort haben wir im S Plus Tier den Garen, den man zurzeit ja immer noch sehr angriffslastig baut. Man will gar nicht so viel Tankiness auf ihn bekommen, sondern einfach nur fighten. Teilweise auch über den E-Max gehen und es gibt Builds mit bis zu 3 Seals, die man sich reinsteckt, die dann erst richtig reinhauen. Das macht man eigentlich nur, damit man gegen Champions wie einem Malphite, einem Dr. Mundo oder auch einem Urgott super gut bestehen kann, weil man einfach Tanks ab dem Midgame zerschreddet. Tryndamere ist hier der stärkste Counter gegen Garen, denn wenn dieser ulten will und euch zerschmettern will, drückt ihr Ulti und könnt ihr normalerweise besser fighten. Also da ist einfach Tryndamere ein natürlicher Counter, deswegen ist er inzwischen so weit nach oben geklimmt, ist aber vielleicht nicht der einfachste Champion, weil man eigentlich nur über Autotex kommt und nur wenig andere gute Fähigkeiten zur Verfügung hat. Sonst haben wir im A-Tier eine Gwyn, eine Nasus, eine Illaoi, eine Kayle, einen Yorick und eine Fiora, die alle sehr auf einer Baseline basieren. Also hier will ich nur nochmal darauf hinweisen, Winrate-technisch alle auf einer gleichen Ebene, da sind nur minimale Unterschiede, die wir dann halt eingerankt haben. Gwyn zurzeit ein sehr guter Counter, weil sie auch gegen einen Garen gut klarkommt, allgemein gegen Tanks stark ist und vor allem Tanks einfach durch ihre Fernkampffähigkeiten super gut poken und dann auch auf der Zeit vielleicht sogar killen kann. Sonst haben wir Champions wie Illaoi, Nasus, die natürlich stacken wollen als Nasus oder auch Illaoi, die solche Champions wunderbar fighten können. Dann eine Kayle, die Nose super krass ins Late Game skaliert mit den aktuellen Items. Ein Yorick, der auch auf einer Lethality-Variante, aber auch auf einer vollen Split-Push-Variante gespielt werden kann und da immer noch effektiv ist. Und dann Fiora, der absolute Tank-Destroyer, wenn ihr sie richtig baut und mit ihr richtig umgehen könnt. Dann seid ihr im Late Game eigentlich unbesiegbar und macht einen Dr. Mundo oder auch einen Garen mit wahrscheinlich 5 Qs auseinander. Sonst gibt es auf der Top-Lane im A-Tier drunter ein bisschen schwächere Champions, die aber auch ihre Daseinsberechtigung haben. Und im B-Tier einen Champion, den ich dachte, der deutlich höher climbt, und das ist Camille. Camille, dachte ich, ist deutlich weiter oben, ist wieder super abgefallen und dann anscheinend doch nicht so stark in der Low-Elo, wobei sie in der High-Elo sehr, sehr weit oben zurzeit ist. Also vielleicht auch mal ein Champion für Spieler, die sich zu höheren Berufen zu fühlen, einfach mal ausprobieren. Im Vergleich zu vor 2 Wochen im Patch haben wir eigentlich kaum eine Veränderung und im Vergleich zu letzter Woche schon fast gar nicht, wer da ein bisschen Track gehalten hat. Dort haben wir immer noch den Charven auf Platz 1, der zurzeit super dominant mit Goredrinker ist und gar nicht mehr so auf die Lethality-Variante geht. Auch ein Nocturne will viel mehr Goredrinker und so einen Off-Bruiser werden oder einfach einen Off-Tank mehr oder weniger, also wirklich tanky werden und dann darüber Schaden machen, lange Fights eingehen und gar nicht mehr diese Assassin-Variante, wo man mit der Ulti auf ein entscheidendes Ziel fliegt und das sofort one-shottet. Dann Lilia und Amumu geht man beide auf die AP-Semi-Tank-Variante. Man will einfach nur viel AP-mäßig unterwegs sein und gleichzeitig Leben bauen. Und das zusammen ergibt eigentlich 2 sehr, sehr starke Jungler, mit denen ihr einen super Wave-Clear habt und gleichzeitig im Fights richtig gut aufdrehen könnt. Im A-Tier haben wir dann an sich eine Wundertüte, ich sag mal eine komplett bunte Mischung, die man hier einsetzen kann. Ihr könnt wählen zwischen Shyvana, die man auf AP baut, einem Zac, den man auf AP baut, einem Echo, den man auf AP baut, einen Rammus, den man auf Tank baut, okay, Ausnahme, dann einen Maokai, den man auf AP baut und einen Udyr, den man auf AP baut. Die ganzen Champions hier im A-Tier sind echt stark und man kann sie natürlich auch bisschen umtunen, man kann eine Shyvana auch ein bisschen auf AD bauen, viel tanklastiger, einen Zac auf Tank bauen, man kann den Echo ja eigentlich nur auf AP bauen, aber selbst den kann man noch ein bisschen variieren, Rammus bleibt einfach der stumpfe Tank hier, eine Maokai kann tankier gebaut werden und auch einen Udyr will eigentlich tankier gebaut werden. Trotzdem, in der Basis ist einfach zurzeit AP im Jungle super strong. Man sieht es im unteren A-Tier dann eher geringer, aber diese Champions haben auch eine größere Diff. Dort hat man 3-4 Assassins oder 3-4 AD-lastige Champions, die wie Assassins gespielt werden können, vielleicht bis auf den und dann haben wir wieder eine Diana und ein Fiddlesticks, die das Ganze abrunden und weiter geht's unten gleich mit einer Evelynn. Also AP im Jungle zurzeit einfach eine riesige Macht, weil auch in der Midlane oft man auf AD-Champions zurzeit bauen kann oder Botlane sehr AD-lastig gehalten wird und somit ist Jungle AP wunderbare Variante, die man zurzeit ausprobieren kann. Also jeder, der genau solche Champions spielt, kann jetzt damit richtig glänzen und ich schwöre euch, Echo wird nächste Woche, wenn er weiter so diesen Winrate-Anstieg hat, auch in der Low-Elo richtig gut Richtung S-Tier gehen.
In der Midlane halten wir uns deutlich kürzer. S-Tier unverändert wie letzte Woche oder wie auch die Patches davor. Diana immer noch stärkster Champion. Cassiopeia auf jeden Fall einer der stärksten Late-Game-Champions, die 1v5 gefühlt spielen kann. Und Xerath der stärkste Poke. Aurelion Sol minimal aufgestiegen, aber nur im A-Tier, ist trotzdem einer der stärksten Carries fürs Late-Game, der dieses Allrounder-Kit zur Verfügung hat und super gut für Teamfights ist. Dann haben wir noch Lux, Malza, Ekko, Vex und Fizz, wobei Ekko, Vex und Fizz viel mehr Assassins sind. Malza eine Brain-AFK-Lane hat und die Ulti ein starkes Engage-Tool ist, wenn man einen Gegner nun mal ulten kann und der für 3 Sekunden steht. Und dann haben wir noch die Lux, die ohne Probleme in der Lane gut poken kann, mit der Ulti snipen kann, die muss aber gut ins Game kommen, hat aber trotzdem eine sehr hohe Winrate. Alle anderen Champions, die sehr speziell gespielt werden, sind im unteren A-Tier oder auch im B-Tier von uns kategorisiert worden, weil sie einfach nicht so stark sind wie diese Champions drüber. Diana, Cassiopeia und Xerath sind meistens einfach ein No-Brainer. Deswegen hier vielleicht noch eine Naafiri, die starke Counter zu gewissen Champions darstellen kann. Kann noch gut gepickt werden, auch ein Akshan, wenn ihr ihn richtig spielt. Vielleicht auch noch eine Tristana, die auch gar nicht gerade schlecht ist, aber trotzdem, sonst seid ihr deutlich weaker, wenn ihr diese Champions hier unten pickt. Bleibt, wenn ihr carryen wollt, unbedingt bei den 3 S-Plus-Tier-Champions und dann ist Abfahrt. Mehr habe ich hierzu nicht zu sagen. Auch auf der Botlane können wir einfach sagen, schaltet dieses Video von letzte Woche ein und weiter geht's, denn dort haben wir auch minimalste Veränderungen. Wayne ist vielleicht gerade wieder am Climben, das ist eigentlich der einzige große Peak, den man hier hat im A-Tier. Wayne verändert sich, indem man sie mit Statics und Trinity Force baut und danach auch mehr in so eine komische ADC-Richtung. Sie macht nicht den vollen Schaden, den man auf ihr bauen will. Sie will aber auch nicht nur tanky werden oder defensive Items bauen, aber genau die Mischung draus macht's und damit wird sie super stark. Viel Attack Speed, viel Movement Speed und viel Utility, die ihr dadurch gewährt wird, was dann wiederum gut Schaden anrichtet, weil sie keiner mehr catchen kann. S-Tier bleibt unverändert, wunderbar stark. Im A-Tier ist Wayne so dieser neue Peak-Champion. Countert wunderbar die Sivir, die zurzeit einfach mit Statics Brain AFK alle Waves pushen will. Ashe ist overall ein starker Champion und im unteren A-Tier habt ihr Champions, die sehr gut mit Supportern zusammengespielt werden müssen. Kaiser nur im B-Tier, was sehr verwunderlich ist. Ja, sie hat die höchste Pickrate, aber eine sehr schlechte Winrate. Kann aber auf der normalen AP-Variante immer noch sehr gut gespielt werden, also auf dieser Statics into Nash into Rageblade-Variante. Die ist immer noch sehr stark, sollte man ausprobieren. Die anderen Varianten mit Scaling funktionieren eher weniger. Counterpicks dagegen sind Caitlyn in der Lane, eine Xayah ist sehr stark dagegen und auch eine Samira. Ezreal an sich so dieser Mittelweg, der auch vor allem gegen sehr engage-lastige Teams einfach einen super Disengage hat und deswegen da reingepickt werden kann. Hier nochmal einfach diese kurze Erklärung, verändert hat sich an sich nichts, aber ich hoffe, dass ihr damit das Ganze besser kategorisieren könnt. Bei den Supportern haben wir, wie predicted, die Syrah an der Spitze. Das ist ausnahmsweise mal ein Champion, der so eindeutig war, weil man öffnet die Stats, schaut sich so die letzten 4 Patches an und sieht Syrah von 45% Winrate einfach geradeaus nach oben auf 55% zu rennen, was dann fast schon so eine Maxwert ist. Syrah in der Low Elo bedeutet, ich push die ganze Zeit meine Lane, poke die Gegner bis zum Umfallen und hau meine Pflanzen so viel wie es geht in die Lane rein. Dadurch macht ihr enorm viel Schaden und carried ultra viele Fights nur durch genau diese Mechanik. Das auf jeden Fall ausnutzen, gar nicht so schwer die Syrah und hat damit ein echt gutes Kit zur Verfügung. Der absolute Counter dagegen ist Soraka. Sie heilt jeden in der Lane so gut es geht hoch und ist allgemein zurzeit sehr, sehr stark, unabhängig mit welchem ADC gepickt wird. Also das ist krass, ADC hin oder her, Soraka der absolute Carry auf der Top-Lane. Im A-Tier haben wir dann ganz viel Utility mit wenig CC und etwas Poke. Heißt, wir haben Sona, Jenna, Nami, auch ein Rakan. Mit eigentlich gut Utility, was heißt Utility? Eigentlich an sich einem super Support-Kit, wo ihr einfach euren ADC am Leben haltet. Rakan kann noch engagen. Der zweite Engage-Champion, den wir hier haben, ist auf jeden Fall die Rell. Ultra viel CC mit enormer Tankiness und dann haben wir noch einen Xerath, der auf höchster Distanz poken will und er auch schon in der Midlane so super dominant ist. Also der Schaden ist unnormal hoch, wenn ihr gut ins Game kommt. Einziger Counter, den ich hier anführen kann, ist unten im A-Tier. Der Blitzcrank. Blitzcrank ist ein wunderbarer Counter gegen genau diese squishy Champions, die ihr einmal ranhuckt und dann sind die weg. Einfach deleted aus dem Game, wunderbar, Abfahrt.
Wer nicht mehr so stark ist und deutlich dominanter in meinen Augen war, ist einmal der Swain und einmal der Milio. Diese beiden Champions habe ich deutlich stärker eingeschätzt, da habe ich mich vertan. Ich habe gesagt, Milio wird ganz klar ins S-Plus-Tier rutschen. Ist er nicht, er ist eher wieder nach unten gegangen, weil er anscheinend nicht so viel mit seinem Kit mitbringt, mit dem gespielt werden kann. Ich meine, klar ist Milio ein etwas schwierigerer Champion als jetzt vielleicht eine Sona, aber dass das dann so viel ausmacht, in meinen Augen hätte ich es nicht erwartet. Die Winrate ist katastrophal und geht weiter nach unten, deswegen hier Milio nur im B-Tier. Das war's dann soweit mit den Tierlists für Patch 13.18. Ich hoffe, ihr seid damit gut zurechtgekommen. Ihr könnt jetzt so einigermaßen gute Champions rauskristallisieren und damit ins Ranked gehen und nochmal im letzten Split richtig uncarryen. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß im Ranked und bis dann. Hashtag Stay Untiltable.